Also, Beherrscht ihn sagen wir, jemand? wir tarnen uns als Galotta, markieren diese Säulen, bringen sie dann zum Einsturz mit Hilfe der Preios-Geweihten von draußen oder mit unserem eigenen Bannstaub oder mit unserer Säure, wie auch immer. Und dann hoffen wir, dass die Festung abstürzt. Sollten wir da noch nicht abgestürzt sein, müssen wir wohl oder übel das Herz finden. Wenn einer sich Ich als würde Galotta tarnt. vermuten, dass Galotta selbst einen Fluchtplan hat, um von seiner Festung zu kommen. Immerhin wurde sie dafür konstruiert, nur einmal das Magnum Opus auszulösen. Und irgendeinen Rückzugsplan wird er sich überlegt haben. Er könnte sich teleportieren. Er könnte Redet sich wirklich, dass er einen teleportieren. Rückzugsplan hat? Also er hat eine Stadt aus seiner selbst erschaffenen Stadt herausgerissen und fliegt damit auf die Hauptstadt des Reiches zu. Ich glaube, wenn er hier scheitert, wird er auch in Yol-Gurmag nicht sicher sein. Nun, ich an seiner Stelle hätte mindestens 10 weitere Pläne, um wie ich wegkommen kann. Ihr seid aber auch kein verrückter Dämonenpaktierer. Er Vielleicht spricht hat. jetzt ja nicht dagegen, dass er Pläne hat. Also ich glaube, das ist ein Nonplusultra. Vielleicht nicht er selber, aber der Konstrukteur vielleicht. Weil er ist nur ein Sterblicher und nicht einmal ein Magier. Vielleicht wird er die Festung einfach auf Garret setzen, sobald er fertig ist. Aber die Festung, so wie ich das verstanden habe, sollte doch eigentlich implodieren, richtig? Beim ersten, oder sollte nicht, aber hätte implodieren sollen beim ersten Mal, wo sie dieses Ding auslöst, oder nicht? Nein, also implodieren nicht, aber auseinanderfallen. Was das jetzt genau bedeutet, also ob nur einzelne Komponenten herausfallen oder ob das ganze Ding zerbricht, das kann ich jetzt nicht sagen. Dann sollten wir nach den Teilen Ausschau halten, die als größtes, naja, als vollständiges Teil auseinandergefallen sind, denn dort wird Leonardo sich vermutlich aufhalten. Wenn er davon vorher wusste und davon ausgegangen ist, dass sie zerfällt, ich nehme nicht an, dass er sterben will. Das vermute ich auch. Er wird sich Also, schon einen Fluchtplan überlegt haben. vermutlich wird er einfach im stabilsten Teil der Festung sein. Wo auch immer das Vielleicht ist. eine fliegende Festung in einer fliegenden Festung? Nicht unbedingt mal das, aber vielleicht irgendwie eine Art Panzerung, mit der er diesen Fall überleben könnte. Vielleicht ein kleineres Gefährt, ähnlich dem, was er vorher in Havena geschaffen hat. Erinnert euch dieses Luftschiff? Ja, vielleicht dieses Flugding. Genau, sowas. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber ich denke, er wird es vielleicht hinbekommen. Das Kann man nicht mit Hilfe seiner Haare seinen Aufenthaltsort bestimmen? Theoretisch ja. Haben wir noch Haare übrig? Was meint ihr mit übrig? Habt ihr welche verwendet? Wir hatten doch dieses Zwei-Komponenten-Gift hergestellt, diese zweite Komponente. Wir brauchten dazu diese Haare, nicht wahr? Ach, das ist schon in Auftrag gegeben. Denke ja. Wahrscheinlich, aber also ich hoffe, dass nicht alle Haare dafür verbraucht werden. Da bin ich mir gar nicht sicher. Dafür verstehe ich zu wenig von diesem Alchemiezeug. Nun ja, wenn man sie benutzt, werden sie verbraucht. Sie sind sozusagen ein Donarium zur Herstellung dieses Trankes oder eines Artefakts. Sie verbrauchen sich. Dann doch denke ich nicht, dass sie alle Haare brauchen. Wir haben ja wirklich alle seine Haare gehabt. Ich dachte, das wäre ein kleines Bündel. Das dachte ich auch. Das waren alle seine Haare. Na gut, ja. Wurden ihm auch nicht alle Haare verbrannt oder sowas? Nun gut, gehen wir davon aus, dass wir noch Teile dieser Haare haben und ihren Träger, den Standort des Trägers festgestellt haben. Was wollen wir dann damit tun? Mit dieser Information? Ich bin immer noch dafür, dass wir ihn als allerletztes aussuchen. Erst die Festung zerstören, dann ihn. Er ist ein mächtiger Mann, ein mächtiger Wenn Magier. er versucht zu fliehen, wissen wir, wohin er flieht oder wo er ist. Ich denke auch, dass unser Primärziel sein sollte, die Festung zu zerstören oder zumindest so stark zu beschädigen, dass sie das Magnum Opus nicht mehr durchführen kann. Sie verkuppeln. Das will ich auch so. Unser oberstes Ziel ist erst einmal Gara zu schützen. Halte ich auch für einen guten Plan. Wenn die Superwaffe zerstören, ohne dass die Festung abstürzt, wird Galotta nicht wegrennen. Wird dieses Magnum Opus denn überhaupt noch funktionieren oder wird die Festung schon währenddessen zerbrechen? Wollt ihr es drauf ankommen lassen?
Naja, es wäre aber gut, es vorher zu wissen. Wie zusammenhängend sind denn die Waffe und die Festung? Die eine befindet sich in der anderen. Der Raum mit den Vorrichtungen für das Magnum Opus befindet sich innerhalb der Festung. Ich vermute mal an der Unterseite. Aber das Ritual ist nicht dafür zuständig, dass die Festung fliegt, oder? Nein. Nun, dann müsste die Festung ja noch weiter existieren, wenn wir die Waffe zerstört haben. Nun, ich fürchte, wenn wir das schaffen würden, das Magnum Opus derart zu stören, dass sich nun ja dieser Raum vernichtet wird, dann die freisetzenden Kräfte werden ungeheuerlich. Außer der Gegner bemerkt, dass wir es sabotieren und setzt die Waffe da nicht ein. Vorausgesetzt das, ja. Ich denke nicht, dass Galotta, wenn er weiß, dass seine Waffe beschädigt ist, dass er sie dann dennoch abfeuert und sich selbst in die Luft hält. Ihm zuzutrauen. Naja, er ist von Rache zerfressen. Es ist nicht ganz im Bereich des Unmöglichen. Wenn man stirbt, kann man keine Rache mehr nehmen. Außerdem haben wir relativ wenig Ahnung, wie dieses Magnum Opus freigesetzt wird bzw. in Gang gesetzt wird und ob es sich überhaupt noch stoppen lässt. Das ist die Frage, ob die einzelnen Phasen, die wir bemerkt haben, aneinander gekoppelt sind oder ob sie einzeln ausgelöst werden müssen. Diese Information steht uns jetzt nicht zur Verfügung. Vielleicht weiß die Schwarze Gilde etwas. Hat nähere Informationen über dieses, nun ja, Magnum Opus. Das wäre ein weiterer Punkt, wo uns die Schwarze Gilde eventuell behilflich sein könnte. Warum sollte gerade die Schwarze Gilde etwas darüber wissen? Nun ja, sie sind bekanntermaßen Dämonenexperten. Zumindest Teile von ihnen. Aber sind sie auch fliegende Festung-Experten? Nun, ja, ich wollte gerade sagen, also die Graue Gilde, gerade dann mit Spektabilität, Brüscher von Gardischkreuz, sind auch Dämonenexperten. Richtig. Aber wir können ja von beiden Seiten Informationen erhalten und diese vielleicht kombinieren. Das ist auf alle Fälle richtig. Ich glaube, wir sollten hier weniger darauf achten, welche Informationen von wem zur Verfügung gestellt worden sind, sondern eher, dass wir möglichst viele haben. Das sagte ich. Achso, apropos Informationen. Ich bin mir nicht ganz sicher, inwiefern uns das noch hilfreich ist, aber ich soll euch zumindest von Thorn Eisinger und von Angesha, Tochter des Angala, ausrichten, dass es zurzeit 50 leichte Hornissen und Ballisten gibt, 12 mittelschwere Rotzen, 10 schwere Geschütze, also sowas wie Onaga-Rotzen und überschwere Rotzen, wie den fetten Alrik. Und wir können auch ein paar Dutzend von Hylaila Feuerkugeln mit magischem Brandöl zur Verfügung stellen. Zuckt ein bisschen mit den Schultern. Bin mir nicht ganz sicher, ob das irgendwie Auswirkungen hat, aber falls wir auch noch auf profanem Wege von Söldnern angegriffen werden, dann stehen uns zumindest auch da noch Artillerie zur Verfügung. Ob wir damit gegen die fliegende Festung vorgehen? Ich glaube wohl nicht. Ha, so viele Geschütze. Ah, da brennt mein Herz auf. Sehr schön, sehr schön. Ob wir vielleicht die Spitzen der Pfeile irgendwie mit etwas Geweihtem verbinden können, vielleicht. Ampullen oder Fläschchen mit geheiligtem Wasser? Könnte man diese Aal nicht umbauen? Im Horasreich fängt man Vögel mit einer bestimmten Art von Netze? Ballestrine, mit einem Netzgewerfer sozusagen. Könnte man diese Funktion nicht auf Aale übertragen? Dass man diese Netze, wie immer sie aussehen mögen, gegen fliegende Dämonen einsetzen könnte? Da bräuchte man schon Stahlnetze und die fliegen nicht gut. Oder geweihte Netze. Ich bin mir sicher, dass die Ingrim-Geweihten eine ganze Menge Handwerkskunst segnen können. Nun, kommt darauf an, wie viele noch hier sind. Also ich weiß zumindest, dass ein Gescher-Tochter von Angala hier ist und vielleicht keine Ingrim-Geweihte, aber eine Angroscha. Vielleicht ein Simia-Geweihter? Die Zwerge sind doch sehr hilfreich und trickreich, was solche Sachen angeht. Es wäre zumindest eine Überlegung wert, wie man diese fliegenden Dämonen aus dem Himmel schafft. Profane Waffen dürften dort wenig helfen. Und dann knüppeln wir sie auf dem Boden tot. Exakt dies.
Oder einfach Netze mit Traviawein überkippen. Könnte auch funktionieren. Sie damit tränken. Dann tränkt das Netz doch gleich in Weihwasser. Wie wäre es denn? Ich habe mal damals von jemandem hier gehört, dass in Weilersgrund Hexen leben sollen. Vielleicht sind das viele Hexen. Vielleicht kann man sie auf unsere Seite ziehen, dass sie die geweihten Netze über die Dämonen stülpen. Das wäre möglich, aber sehr gefährlich, nicht wahr? Tja, aber wenn die Stadt untergeht, gibt es zwei Möglichkeiten, kämpfen oder gehen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie diese Hexen nicht vorziehen würden, zu fliehen, statt gegen Dämonen zu kämpfen. Aber ich möchte nicht vorgreifen. Selbstverständlich werden sie fliehen. Aber es wäre eine weitere Möglichkeit, zumindest diese Dämonen zu bekämpfen. Ich denke, das ist ein Gespräch, das wir definitiv mit Albrecht führen sollten. Wenn es um Artillerie geht, nun, da wird sein Herz aufgehen. Gäbe es Möglichkeiten, diese langen Aale mit einem, einem Hohlgeschoss versehen, das beim Aufplatzen Bandstaub freisetzt? Nein, das wäre unpraktisch. Wenn die Geschosse hohl sind, dann zerplatzen sie eher beim Auftreffen, anstatt dass sie eindringen. Viel besser wäre es, wenn man wirklich ein volles Geschoss nimmt und hinter die Spitze kleinere Ampullen oder Fläschchen festbindet, der Pfeil oder der Bolzen eindringen kann und dann darin die Ampulle zu Bruch geht. Ich bin mir nicht sicher, wie Bandstaub sich auf Dämonen auswirkt. Werden sie vertrieben oder... Nun ja, das wäre noch zu klären, vielleicht mit bestimmten Experten, die sich damit vielleicht besser auskennen. Gibt es eventuell... Sie dürfen definitiv nicht ohne Schaden davontragen. Zumindest dürften wir ihre Magie damit nehmen. Ob ihre anderen dämonischen Kräfte damit beeinträchtigt werden, beziehungsweise sie vielleicht sogar von derer aus der Sphäre vertrieben werden, das bliebe noch zu klären. Ja, das stimmt. Wir müssten auf jeden Fall alle Ressourcen zusammenkratzen, die wir kriegen können. Nun ja, wir waren noch stehen geblieben beim Schwarzen Drachen. Dieses Problem besteht weiterhin. Wir müssen es irgendwie schaffen, ihn in Reichweite von Finsterfang zu bringen. Wir können nur eine Sache auf einmal anfangen. Nun, ich fürchte, wir müssen uns entweder um die Stadt kümmern oder um den Drachen. Und danach erst können wir das andere anbringen. Ich denke, die Stadt ist wichtiger. Vorhinein schon vielleicht etwas überlegen und nicht am Tag X zur Improvisation gezwungen zu werden. Genau. Und der Plan war es, auf dem Buchenzelt im Hinterhalt zu liegen. Sobald er landet, um seine Erhebungen durchzuführen, bringen wir hervor und stoßen den Finsterfang in den Karfunkelstein. Hoffen, dass wir die Drache ist sehr, sehr, sehr angetan von Herausforderungen, von nun uns zu verhöhnen. Wir waren es, die sein Heer vernichtet haben. Wenn wir den Drachen herausfordern, ich denke schon, er würde der Theatralik halber uns erst auffressen wollen, bevor er mit seinen eigenen Plänen fortfährt. Ich glaube auch nicht, dass er landen muss, um seiner Magie zu wirken. Er muss allerdings auf Herausforderungen ein. Sonst hätte er keinen Fokus auf Ema gelegt, denn Ema selber ist kein Mitglied der kaiserlichen Familie. Sie stammt zwar aus Werheim und ist da irgendwie mit fürstlichem Blute bestückt, aber ich glaube, dass sie Ema selber so sehr wichtig war, hatte eher was damit zu tun, dass sie ihn vor ein paar Jahren herausgefordert hat. Und wenn ich den Berichten des aventurischen Boten glauben kann, dann tat er auch eben jenes vor Beilung, als er deutet dabei einmal nur kurz in Richtung von Yalan und macht dann seinen Mund zu. Man müsste an seinen Stolz und an seinen an seinen Stolz appellieren, wenn man ihn schmäht, würde er sich sicherlich nicht so einfach hinnehmen. Das wäre ein Schwachpunkt von ihm, richtig.
Nur müssen wir danach treffen. Das wäre hilfreich, genau. Aber wie gesagt, für den Zwerg, es gibt keine Waffe, die ich nicht abfeuern kann, die nicht trifft. Oder so ähnlich. Also entweder, ja, dann du machst einen Lanzengang gegen den Drachen oder wir lenken ihn ab und hoffen darauf, dass Albrax mit einer Ballista trifft. Wenn er ungern nicht gefressen werden möchte, aber wir werden Finsterfang nicht mit einer Balliste verschießen. Ah, keine Sorge, ich denke nicht, dass du gefressen wirst. Der würde dich wieder ausspucken. Hoffentlich. Ihr seid nicht so weich wie immer. Und nicht so wohlschmeckend. Reden wir von weiteren nahenden Gefahren. So wie ich das sehen dürfte, sollten spätestens übermorgen die ersten Überlebenden aus Wehrheim hier eintreffen, wenn sie sich ranhalten. Was sie wohl tun werden. Wir können kaum abschätzen, wie viele es sein werden, aber ich denke nicht mehr als eine Handvoll. Sie dürfen die Stadt auf keinen Fall informieren. Nicht vor unserer Zeit. Dann ebenso. Müssen wir die Stadt heute noch informieren, weil morgen sind sie hier. Ebenso, Hans-Finn, nehme ich an, man hat euch über die Situation mit Carfink informiert. Mit Carfink? Bisher noch nicht. Er ist aus dem Rat der Helden geflogen. Der werte Bürgermeister hat versucht, sich bei Galotta anzubiedern, in der Hoffnung verschont zu werden, wenn er hier eintrifft. Er wollte sich bei Galotta anbiedern? Beim Drachen wurde auch, wie wir das entstellen konnten. Mit gar keinem, deswegen sitzt er jetzt in den Kellern der Sakrale ein. Er wollte die Stadt verkaufen, um seinen eigenen Hintern zu retten. Grafik. Wollte sich den Splitterträgern andienen. Sich bereichern im Leid anderer. Wir müssen mal davon wieder ausgehen, dass einige seiner Genossen wohl ähnliche Pläne verfolgen werden. Entsprechend sollte wohl dafür gesorgt werden, dass das Nordtor und vielleicht auch alle anderen und auch dann passiert werden dürfen, wenn es absolut notwendig ist. Zumindest wir brauchen eine Straßensperre im Norden, die alles abfängt, was nach Norden und nach Süden geht. Vielleicht Part mit einem Flüchtlingslager, um die Flüchtlinge abzufangen, sich um sie zu kümmern und nun ihnen etwas Gutes zu tun, bevor sie Chaos in der Stadt verbreiten. Das ist überhaupt kein Problem. Gerhard Isenbrock sitzt dort am Nordtor, direkt daneben die Gareta Kriminalkammer. Also wenn wir da irgendjemanden nicht durchlassen, dann das kriegen wir auf alle Fälle geregelt. Gut, ich fürchte nämlich gar, dass während Polygon beschäftigt ist, ihr dafür sorgen müsst, dass die KGA zusammenbleibt. Ja, ich habe davon gehört, dass der Markgraf wohl etwas den Kopf verloren hat, nachdem er seine Rohaya verloren hat. Nun, er ist ein Paliger. Er fängt sich schon wieder, aber wir haben kaum die Zeit darauf zu warten. Ich wollte gerade sagen, ich meine, ich bin auch noch sehr jung, aber ich muss auch kein Reich verwalten, sondern darf nur einige Agenten verwalten. Wir werden im Norden ein Flüchtlingslager einrichten für die Flüchtenden, dass die dort direkt abgefangen werden und gar nicht in die Stadt gelassen werden mit den Worten: Flüchtlinge aus Wehrheim werden hier versorgt. Genau, meine Rede. Wir sind auch gar nicht in die Nähe des Tors gelassen, das heißt, dass sich das gar nicht rumsprechen kann, dass wir Wallgraben dicht machen. Genau, meine Rede. Ich dachte eher daran, einen Flüchtlingspunkt weit im Norden über der Rosskuppel schon anzubauen. Den Perreine-Tempel der eingebrachten Ernte? Oder vorher noch? Viel früher noch, bevor sie die torischen Flüchtlinge erreichen und dort Chaos verbreiten. Der Tempel der Ernte wäre relativ nah gelegen und ein guter Unterbringungsort. Dennoch sehr gut zugänglich für sehr, sehr viele Leute. Vor allem, seitdem wir dort eine Suppenküche eingerichtet haben. Nun ja, aber die Torbrüher können auch ebenfalls nicht in die Stadt hinein, wenn die Tore geschlossen sind. Dennoch sind sie Bürger, um die wir uns kümmern müssen. Und wenn es eines gibt, womit die Leute dort gut handeln können, dann Gerüchte und Erzählungen. Wie sollten die Gerüchte in die Stadt gelangen? Indem sie sich um die Stadt herum ausbreiten. Immer, es gibt Mittel und Wege in die Stadt, die Stadt gerade nicht kontrolliert, nicht wahr? Außerdem leben außerhalb der Stadtmauern mehr Leute als innerhalb. Ja, gibt es. Also es gibt Möglichkeiten, in die Stadt zu kommen, ohne ein offizielles Tor zu passieren.
Wir können die Flüchtlinge und Botenreiter vielleicht drinnen und draußen halten, aber wenn die Tobria hinein wollen, kommen zumindest einige hinein. Nein, wir müssen verhindern, dass die Flüchtigen überhaupt erst die Stadt erreichen, alle Teile der Stadt erreichen. Wie wollt ihr das machen? Das sind Kavalleristen. Wie gesagt, einen Brückenkopf aufbauen, weiter im Norden, 10 Meilen vielleicht. Können wir sie nicht umleiten? Richtung Süden, Richtung Westen. Aber wir werden die doch gar nicht alle erwischen. Die meisten werden über die Reichsstraße fliehen. Ja, die meisten, richtig. Warum und die nicht über die Reichsstraße fliehen, wie wollen wir sie innerhalb der Stadt aufhalten? Warum sollten sie sich nicht über die Reichsstraße bewegen, Raphim? Vor allem, wenn wir ein Leuchtfeuer für sie aufbauen, dass sie sich sammeln können, wo sie Nahrung bekommen, wo sie Schutz bekommen. Wir wollen sie ja nicht einsperren oder aufhalten, wir wollen sie sammeln und schützen. Meine Idee wäre es, einen Posten aufzubauen auf der Reichsstraße im Norden, nördlich des Tobia-Viertels, um sie umzuleiten, ihnen ein wenig Geld in die Hand zu drücken und sagen, begebt euch dorthin oder hier dorthin, um sie erst gar nicht in die Stadt hineinzuführen. Was macht ihr mit denen, die aus Garen sind? Was ist mit denen, die Familie hier haben? Die werden uns sagen, wir könnten uns mal gepflegt... Punkt, Punkt, Punkt gehen. Sie werden jetzt zurück zu ihrer Familie gehen. Dann werden diese so lange festgesetzt, wie es nötig ist. Mit welchen Männern wollt ihr das machen? Mit den Agenten, die mit einem vielen, mit denen, die von dort kommen. Ich würde direkt die Soldaten, die aus der Schlacht fliehen konnten, wieder einbeziehen, ihnen eine Aufgabe geben, eine Richtung geben, damit sie sich selbst sammeln können. Da stimme ich zu, das sollten wir so tun. Vorher müssen wir natürlich sicher gehen, dass diejenigen Bürger von Gareth, die auch in der Lage dazu sind, bei einer solchen Verteidigung mitzuhelfen, dazu motiviert sein und eben den Vorschlag von Herrn von Wehrheim mitnehmen, dass wir nun möglichst schnell die Geschichten von den Märtyrern nochmal an den Mann bringen. Das versteht sich sehr dringend. Ich würde sein Lager in Heeresrast oder Alvaranstor direkt aufbauen. Es ist nördlich von hier, aber noch außerhalb der Stadt. Wie weit ist das denn außerhalb der Stadt? Und wenn ihr diese Männer wieder nutzen wollt, dann wollt ihr sie dann außerhalb der Stadt lagern und dann erst in 2 Tagen in die Stadt hineinziehen? Oder wie stellt ihr euch das vor? Ich würde sie sammeln wollen, die Moral wieder so gut wie möglich herstellen und sie dann in die Stadt holen, wenn wir unsere Nachricht verbreitet haben. Nicht vorher. Ja, wann wollen wir dies denn tun? Sofort, so bald wie möglich. Dennoch, wir können nichts tun. Das ist ja komplett richtig. Ich befürchte nur, dass wir die Nachricht einfach jetzt verbreiten sollten, weil es werden uns Leute da an unseren Posten vorbeireiten, nicht wie auch immer. Ich glaube nicht, dass wir die Nachricht komplett aufhalten können. Deswegen sollten wir sie so weit wie möglich im Rahmen halten. Answins Vorschlag war gut. Wir fangen heute damit an, nun den Patriotismus zurück ins Gedächtnis zu rufen und morgen fangen wir damit an, die Leute zu sammeln und spätestens übermorgen werden wir ihnen sagen müssen, nun, dass es zu kämpfen gilt. Und dann können wir die Leute zurückholen, die Nachricht bringen und statt, dass die Leute verzweifeln ob der Nachricht, dass sie dadurch mehr Mut schöpfen, mehr Patriotismus. Wir sollten sie morgen schon darauf vorbereiten, dass es zu einem Kampf kommen wird. Wenn es nötig ist, ja. Nun, das wäre also geklärt. Diese Maßnahmen erfolgen konzentriert und gemeinsam. Das sollte unseren nun Gegenspielern nun nicht gerade in die Karten spielen, dass wir die Bevölkerung gegen sie organisieren. Also, fassen wir einmal zusammen. Wir müssen die Weiße Gilbe fragen, Bandstaub besorgen. Wir haben Bandstaub. In ausreichender Menge. In ordentlichen Mengen. Mehr als wir auf der Arche hatten. Exakt dies. Mehr ist immer besser. So, dann die Schwarze Gilde fragen. Nach Artefakten fragen. Die Schwarzmagier nochmal zu den genauen Ereignissen rund um Galotta befragen.
mit Albrax über die Artillerie reden? Exakt dies. Dann müssen wir die Hochgeweihten des Pragestempels bitten, einen, wie nennt es, eine Liturgie vorzubereiten, einen Bandstahl Praios. Wir müssen diese Säulen markieren, Säure besorgen, um diese Säulen zu zerstören, eventuell vielleicht sogar ein Artefakt mitbringen, das uns bei dieser Zerstörung der Säulen behilflich ist. Wir müssen in die Festung gelangen, um das, den Bandstopp zu applizieren. Wir müssen Leonardo finden, fangen, befragen. Und dann, das größte Problem, Galotta töten. Dann. Und das klingt doch ganz einfach alles. Dann kommt noch der schwarze Drache. Wir müssen eine Kugel holen, beziehungsweise uns bringen lassen. Wir müssen APEP fragen. Über Ersteres geht Letzterem wohl voraus. Exakt dies. Wir brauchen diese Kugel, Drakundas. Wir müssen wissen, wie sie funktioniert, wie man sie einsetzt. Wir brauchen die Lanze Finsterfang. Und natürlich eine Waffe, auf der sie befestigt wird. Dann, das wird kein Problem sein, Torn kann das. War denn von euch schon mal jemand auf dem Bohrenanger? Vielleicht gibt es dort auch irgendwelche Möglichkeiten, die ganze Karte taktisch zu nutzen. Wir waren auf dem Bohrensfeld. Einmal. Es war allerdings dunkel. Vielleicht sollten wir den Hochkönig noch einmal mitbringen, damit er eine Position aussuchen kann, von der er schießen kann. Vielleicht kann mein Onkel uns helfen, er ist ein geweihtes Bohren. Was meint ihr damit, es war dunkel?